Herzlich willkommen zu unserem heutigen Produkttest des Duramax Big Blue Mike Fahrradanhängers. Der kann natürlich auch mit der Hand gezogen werden. Geliefert wird das Ganze in einem großen Paket, etwa 11 Kilo schwer, gut verpackt. Innerhalb weniger Tage ist die Sache eingetroffen. Die beiden größten Teile sehen Sie hier, einmal das Rohrgestell mit der Achse und dann der Kunststoffeinsatz, der bis zu 2 Kisten Wasser trägt. Hier die anderen Teile in der Übersicht, die Deichsel, Kleinteile, Zubehör, Befestigung. Dann werden mitgeliefert zahlreiche Strahler. Also die roten sind die Rückstrahler, die weißen werden vorne angebracht und die gelben Strahler an der Seite jeweils mit den Gummilaschen in der anderen Befestigung eingeschraubt und dann am Rahmen befestigt. Mitgeliefert wird auch eine deutsche Bedienungsanleitung oder Aufbauanleitung. Dann, das finde ich ganz klasse, ein Regenschutz, der sich mit Klettverschlüssen am Rahmen befestigen lässt. Und last but not least dort die beiden Räder, die dort noch zusammen verpackt sind mit einem Schutz an der Achse. Die werden sogar bereits aufgepumpt geliefert, das finde ich auch ganz praktisch. So, da haben wir das erste Teil, also der Vorderstrahler. Da wird das Gummi eingelegt, mit einem Kreuzschraubenzieher festgedreht am Rahmen. Und mit der zweiten Schraube kann man dann noch die Ausrichtung des Teiles bestimmen. So sieht das Ganze danach aus, wenn beide montiert sind. Unten sehen wir nochmal die Achsen. So sind die Rückfahrscheinwerfer oder die Rückstrahler auch richtig montiert. Und da stecken wir einfach die Räder rein. Mit einem Klick sitzen die fest. Da mit der rechten Hand, mit dem Daumen, wo ich drücke, dort kann man die wieder lösen. Räder laufen auch sehr gut in gut gelagerten Kunststoffbuchsen. Aha, ja, da zeige ich nochmal. So kann man es also wieder rausnehmen und wieder einfügen. Räder laufen sehr leicht und man sieht auch schon beim Tragen, dass der ganze Anhänger zwar stabil ist, aber sehr leicht gebaut. Dann benötigen wir einen 10er Maulschlüssel oder auch einen Ringschlüssel, um die Schrauben an der Achse festzuziehen. Sie werden richtig stramm festgezogen, aber getreu dem westfälischen Sprichwort nach fest kommt ab, also wirklich nur gut handfest. Das reicht dann. Oben sehen Sie, haben wir ein Kunststoffteil aufgeschoben. Das ist im Übergang dieser Stangen sozusagen montiert. Dort unten habe ich sozusagen an der linken Seite den Ständer mit dem Bügel, der am Fahrrad montiert wird. Das wird also auch zusammengeschraubt, meines Wissens mit einem 11er Schraubschlüssel. Genau, das ist der 11er Maulschlüssel oder 11er Ringschlüssel. Und zum Gegenhalten an der anderen Seite braucht man einen Imbusschlüssel etwa 5 mm. Hier sehen wir einmal den ganzen Rahmen aufgebaut. Also vorne hat er eine Stütze, die man auch hochklappen kann, die dort arretiert ist. Mit diesem Splint, den Sie da sehen, den kann man also so, einen Federstift, den kann man so rausmachen und dann die Ständer hochklappen. Und wichtig ist, dass in das mittlere Loch wird die Schraube montiert. Also oben und unten sind die Sachen für die Federstifte. Einmal ausgezogen, einmal eingefahren. Hier sehen wir, wie es am Rahmen montiert ist. Und oben links sehen wir schon die Kupplung, die dann sozusagen mit dem Fahrrad nachher verbunden wird. Und die Deichsel, die man auch mit der Hand wunderbar ziehen kann. Also die Griffe sind gummiert und die ganze Karre, die bis zu 40 Kilo belastbar ist, lässt sich auch wunderbar mit der Hand ziehen. Da haben wir nochmal die Deichsel und die entsprechende Verbindung mit dem Rahmen. Zwei Schrauben, aber das ist wirklich ausreichend stabil. Dort sehen wir also die Imbusschraube, habe ich dann nochmal von der anderen Seite gezeigt. Hier haben wir den kompletten Radanhänger, einmal mit der sozusagen Kunststoffkiste, die man einfach so rein stecken kann. Die sitzt ausreichend fest, ist nicht locker. Und dann nochmal mit dem wunderbaren Regenschutz. Den kann man also über diese Kiste ziehen. Das ist auch gleichzeitig ein Sichtschutz, wenn man mal nicht möchte, dass jemand sieht, was man eingekauft hat, kann man den auch drüber machen. Und der lässt sich mit 4 Klettverschlüssen, wie wir es dort sehen, wunderbar am Rahmen befestigen und sitzt dann auch gut stramm. Hier ist die Achse am Fahrrad befestigt, also einfach an der Sattelhalterung, je nach Durchmesser des Sattelhalters, die beiden Kunststoffringe unterlegen und dann richtig festdrehen. Vorne sehen wir noch eine Schraube an der Kupplung, die kann man zurückdrehen, diese große Schraube, um die Kupplung zu arretieren.
Sie sehen hier, also ich habe den Fahrradanhänger ganz normal hinter meinem Gudelreit-Fahrrad angebracht und habe jetzt auch keine Stütze nach unten, sondern die Stütze steht jetzt nach oben mit dem Federstift. Und jetzt habe ich eine leere Kiste und die andere Kiste ist wirklich voll Wasser in den Anhänger reingestellt. Und auch obwohl die Stütze nicht unten ist vom Anhänger, steht das Fahrrad immer noch sehr, sehr fest und stabil. Also wirklich toll ausbalanciert, ein tolles Gerät. Ja, und man sieht hier, also einfach aufsteigen, losfahren. Der Radanhänger, man merkt ihn beim Fahren kaum, läuft wunderbar mit. Hab mich dann vorne nochmal eben einfach umgedreht und komme dann nochmal zurück. Also auch wenn die Straße ein bisschen uneben ist, der läuft super hinter dem Fahrrad. Man merkt ihn wirklich kaum und man kann damit große Lasten bis zu 40 Kilo transportieren. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit diesem tollen Produkt und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.